Hola, Lucky Lifetime. Und herzlich willkommen aus Vietnam. Ich bin Jasmin. Ich bin Sebastian und wir reisen jetzt hier für einige Wochen und nehmen euch mit. Schauen mal, was es uns zu bieten hat. Oh. Achtung, Achtung, Verkehr. Ja, wir wünschen euch hiermit viel Spaß bei unserem Start. So ihr Lieben, für uns geht es ja eben auch schon weiter in Richtung Vietnam. Wir haben uns überlegt, wir fliegen zuerst nach Ho Chi Minh. Ich zeige euch mal die Preise. Und ja, dann geht es danach ans Hotel. Wir buchen das erste Hotel, wenn wir ankommen beim Backpacken. Und danach schauen wir einfach, wo es uns hintreibt. Auf ging es ans Packen. Wir haben alles Nötige eingepackt. Packliste packen wir vielleicht unten rein, ansonsten nochmal ein extra Video. Dann brauchen wir natürlich unseren Medienrucksack. Da war uns wichtig, dass wir alles reinkriegen. Drohne, wir haben noch einen Tauchcomputer mitgenommen, Ladekabel, Kopfhörer, ganz wichtig. Und auf der Rückseite ist die Kamera drin. Und die ist echt riesig. Was uns wichtig ist, bei der Kamera seht ihr gleich, da ist dann seitlich auch noch ein Fach, wo wir die Kamera rausziehen können. Jetzt kann es wohl losgehen. Ein neues herzlich willkommen von uns. Und für uns geht es ja jetzt nach Vietnam. Und aber diesmal fliegen wir nicht alleine. Dieses Mal fliegen wir zu dritt. Für die ersten zwei Wochen. Wir haben uns Schönes überlegt und wir hoffen, dass ihr genauso viel Bock habt wie wir. Und jetzt stehen wir schon hier am Düsseldorfer Flughafen. Unser Flieger, da steht Dubai 20.45 Uhr. Unser erster Stopp ist Dubai, dann geht's weiter. Es geht los. Bis gleich. Kurzes Update. Gerade angekommen in Vietnam. Ich glaube, jeder von uns ist ziemlich fertig. Weil an Schlafen war nicht so wirklich zu denken. Das waren immer Durchsagen und irgendwelche obernervigen Leute, die immer an den Stühlen rappeln. Und wie immer warten wir einfach, bis alle draußen sind, damit wir ganz entspannt aufstehen können. Ja. Immer die Menschen, die auf der Flucht sind und gleich stehen sie genauso am Kofferband wie wir auch. Ändert sich nichts. Bis später. So, wir sind gerade im Hotel angekommen, nach einer 20-minütigen oder vielleicht 30-minütigen Autofahrt. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich zeige euch gleich mal die Fotos, die online von dem Zimmer hochgeladen worden sind. Jetzt zeige ich euch, wie es wirklich aussieht. Also das Zimmer ist echt schäbig. Richtig schäbig. Und ich kann das nicht schöner ausdrücken. Es ist schäbig und vollkommen runtergekommen. Ja, ist jetzt nicht ganz so gut. Echt nicht. Und vor allem haben wir ein Dreibettzimmer gebucht. Und wisst ihr, wie ein Dreibettzimmer hier aussieht? Das andere war ein richtiges Bett. Da liegt eine Matratze auf dem Boden. Aber wir. In der Hotelbeschreibung waren noch zwei ganz normale Betten: ein breiteres, ein schmaleres, ja. Ganz normales. Sollen ja. Solche? Ja. Wir werden das urinieren. Wir haben das Zimmer jetzt getauscht bekommen, nachdem wir gestern gesagt haben, das geht nicht. Aber jetzt ein neues Zimmer bekommen und das sieht gut aus. Wir haben 10 Uhr morgens, wir haben 30 Grad. So. Später. Als erstes ging es zum Frühstücken ins Little Hanoi Eck. Etwas teurer, aber dafür westliches Frühstück. Auf den Straßen kann man wirklich sagen, Ho Chi Minh ist eine dreckige Stadt, was wir echt an vielen Ecken gesehen haben. Anschließend ging es für uns auf einen Markt. Ja, es gibt viele Sachen auf engem Raum, alles sehr kitschig und nichts wirklich Interessantes für uns. Also eins muss ich schon mal sagen, kitschig können sie. Allgemein müssen wir sagen, dass Ho Chi Minh jetzt nicht die Stadt ist, die uns für touristische Attraktionen jetzt sehr umgehauen hat. Da bieten andere Städte deutlich mehr. Wir haben hier Abend gegessen und wollten einfach eine Runde laufen nach dem dicken Essen von hier auf die Seite. Wir wollten eine dicke Runde laufen nach dem Essen und waren in so einer Straße, eher durch Zufall. Und naja, ich glaube, das Einzige, was man dort findet, ist viele halbnackte Frauen, die auf den Tischen tanzen, um die Männer anzulocken.
Das ist ja Werbung für diese ganzen Bars, die es hier gibt. Aber jetzt gehen wir zurück zum Hotel. Aber wisst ihr was? Da müssen wir leider nochmal durch die Straße laufen. Wie ärgerlich, ne? Ja, irgendwie sind unsere GoPro-Aufnahmen dann falsch gegangen. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen nachhelfen und ein bisschen nachvertonen. Ihr könnt auch Ausflüge ins Mekong-Delta machen von Ho Chi Minh aus. Würden wir nicht empfehlen, denn man ist genau zu der Stoß- und Rangzeit da wie alle anderen. Also sind wir nach My Tho gefahren, haben dort dann 2 Nächte verbracht. Wirklich süß, viel sauberer. Und die Tour durchs Mekong-Delta, naja, wir waren die Ersten und hatten keine Schlangen oder mussten sonst keine anderen Touris sehen. Allerdings fanden wir es sehr, sehr traurig, dass dort Krokodile, Alligatoren, wie auch immer, gehalten werden, nur für Touris. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Wir fanden es nicht okay. Auf diesen kleinen Inseln im Mekong-Delta sind alles voller Früchte. Von Papayas, Kokosnüsse, Mangos, Durianfrüchte und hat man die Möglichkeit, sich überall durchzuprobieren. Wir haben ja schon irgendwie damit gerechnet, aber manchmal war es schon echt extrem. Es war eine totale Verkaufsveranstaltung. An jeder Ecke solltest du was kaufen und bezahlen. Wenn du es mal nicht getan hast, ja, dann wurdest du schon schief angeguckt. Das ist jetzt Honig mit Creme. Und? Schmeckt einfach mal Honig. Aber das ist ein bisschen wie Zitrone noch dabei. Und dann brennt's. Süß-sauer, keine Ahnung. Ja, diese kleinen Fahrten über die Mekong-Delta mit so einem Kanu oder wie auch immer, boah, fanden wir eigentlich gar nicht so cool. Es war super eng, schlammig alles. Nicht im Ansatz so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja, und wir wurden die ganze Zeit angebettelt nach Trinkgeld. Wir geben das ja sehr gerne, so ist es nicht. Aber wir geben es gern freiwillig und nicht auf Zwang. Guten Morgen. Nach einigen Problemen im Hotel, erklären wir euch später nochmal, geht es jetzt los, um unseren Bus zu bekommen. Also nachdem wir heute Nacht eigentlich gar nicht schlafen konnten, richtig, weil alle 10 Minuten bis 20 Minuten der Feueralarm im Hotel ausgelöst wurde. Und ganz im Nachhinein haben wir vom Hotel rausgehört, dass die gesagt haben, dass es deswegen passiert, weil ein Gast auf dem Zimmer geraucht hat. Okay, kann das Hotel nichts für. Bin ich froh, dass wir da keinen größeren Aufriss gemacht haben. Die haben die 10% von sich ausgegeben. Dann alles gut. Jetzt geht es für uns weiter nach. Wo geht's hin? Kantor. Ja, nach Kantor. Weil wir da den Bus nehmen, fahren wir runter nach Rachgir, um morgen die Fähre zu erwischen, um auf die Insel rüberzukommen, um ein wenig Strände zu sehen. Mal sehen, was uns noch hier so erwartet. Weiter geht's. Allerdings sind wir heute in einem super chilligen Luxusbus. Nicht, also auf die Hygiene sollte man vielleicht nicht achten, aber alles andere ist okay. Rebecca zeigt uns mal, wie wir nämlich hier liegen können. Kommst du noch tiefer? Gerade. Könnte schlechter sein, oder? Ist auf jeden Fall viel besser als Taxi und viel billiger. Wir zahlen jetzt hier pro Person 8 Euro. Das ist echt gut. Bis 2 Stunden schlafen. Man kann hier nicht sitzen, ey. Das ist alles viel zu klein. Das sind alles nur so Metallstangen hier. Das ist Foltermethode.